Mittwochabend im Stadion an der Alten Försterei. Und auch hier wurde Fußball gespielt, nachdem es ja auf 3 verschiedenen Hochzeiten insgesamt bisher so positiv gelaufen ist für die Unioner. In der Bundesliga ganz besonders, zuletzt in Mainz, inklusive dem 100. Bundesliga-Treffer. Auch in der Conference League zu Hause gegen Maccabi und davor ja auch zu Hause gegen Bielefeld. Also prima Ergebnisse und man wollte natürlich im Rhythmus bleiben. Union Berlin in Rot vor 1600 Fans und ein paar mehr gegen St. Gallen. Und es ließ sich ganz gut an in den ersten Minuten. Cedric Teuchert, abgefälscht der Ball und deshalb musste Lukas Watkowiak am Ende auch nicht mehr eingreifen. Die Mannschaft von Peter Zeidler im Moment nur Drittletzter in der Super League, aber heute gut drauf. Und das galt auch für den Vertreter von Andreas Lute, Jakob Busk, der in den ersten Minuten mehrfach gute Möglichkeiten der Schweizer entschärfte. Schöne Reingabe und an den Pfosten Abdullahi. Das war die beste Möglichkeit nach etwas mehr als 20 Minuten. Berlin offensiv ausgerichtet mit Becker, mit Teuchert und Suleiman Abdullahi vorne. Und ansonsten natürlich das Personal auch entsprechend getauscht und reinrotiert. 6 alleine ja in unterschiedlichen Auswahlen unterwegs. Also auch eine ganze Menge Jungs, die fehlen. Er mit einem guten Spiel heute empfahl sich möglicherweise für etwas mehr als nur den Vertreterposten. Und St. Gallen spielte weiter nicht nur munter mit, sie spielten vor allen Dingen Richtung Berliner Tor. Und das war das 0-1 in der 26. durch Tim Staubli, gut vorbereitet von Salifu Dirasuba, der sich hier fein durchsetzt und dann fast im zweiten Anlauf, wenn auch noch stark gestört, von Rick van Drongelen, der da in der Mitte der Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette der Berliner stand. Schön unterbrochen hier auf Höhe der Mittellinie. Union Berlin, 35. Minute über die rechte Seite. Geraldo Becker und von hinten Kevin Möwald. Sehr ordentlicher Schuss. Da war Lukas Watkowiak noch dran. Auch er hat ja eine Vergangenheit in der zweiten Liga bei Wehen Wiesbaden und ist auch Deutscher in den Reihen des ehemaligen Schweizer Meisters. Dann die nächste Prüfung für Jakob Busk. Und wieder was. Salifu Dirasuba. Ein Youngster in einer ohnehin sehr jungen Mannschaft. Durchschnittsalter knapp 23 Jahre. Und deshalb muss man sicherlich auch, was mit Prognosen angeht, für die laufende Runde in der Schweiz etwas vorsichtig sein. 0-1 auch der Halbzeitstand und die zweite Hälfte, 50. Minute, Ecke und Cedric Teuchert. War schwer zu verarbeiten, dieser Ball für den Unioner. Am 16. geht es ja in der Bundesliga weiter im Heimspiel gegen Wolfsburg. Am 21. dann wieder auch in der Conference League. Auswärts allerdings im De Kuip und gegen Feyenoord Rotterdam. Wieder St. Gallen. Schöner Doppelpass und Patrick Sutter mit dem linken Fuß. Satter Schuss und Unionskeeper war darüber nicht glücklich und sehr happy natürlich diese junge Truppe von Peter Zeidler, die sich offensichtlich viel vorgenommen hatte für den Vergleich gegen den Bundesligisten. Wieder Ballverlust, Fehler von Rick van Drongelen und wieder ging es sehr schnell. Salifu Dirasuba, einer der auffälligsten, toller, satter Schuss da unter die Latte und da konnte Jakob Busk in der Tat nichts ausrichten und nach knapp einer Stunde stand es 0-3. Guter Auftritt von St. Gallen und jetzt natürlich die Erwartungshaltung der Berliner Fans, dass da noch etwas kommen müsse aus Sicht von Union. Viele Wechsel auch, es wurde fleißig gewechselt und man ging natürlich weit über das normale Kontingent hinaus. Aus der Distanz Kevin Möwald erneut. Viele Möglichkeiten in der Summe für Union Berlin, aber zu viele Möglichkeiten
ließ der Europapokalteilnehmer im eigenen Stadion liegen. Dann die 69. Und endlich war die Kugel über die Linie gedrückt. Paul Jäckel aus der Nahdistanz und mit dem Kopf. Und diesmal sehr konsequent, aber dann auch, glaube ich, kein Problem aus dieser Distanz. Noch einmal Union Berlin. Über die rechte Seite. Und erneut Cedric Teuchert, der es wieder mit der Direktabnahme versucht. Den Ball auch trifft und doch erheblich übers Tor diesen Ball da postiert. Am Ende 1:3, aber eine recht entspannte Haltung bei allen Beteiligten. Es war ein Testspiel und es war am Ende der bessere Test für St. Gallen. Herr Jakob, 3:1 Niederlage im Testspiel gegen St. Gallen. Nicht unbedingt das einfachste Spiel für so einen Torwart da hinten drin, oder? Nee, also man muss wirklich sagen, bis zum 3:0 haben wir das wirklich schlecht gespielt. Wir waren in den Zweikämpfen nicht da. Wir waren einfach allgemein nicht da und dann wird es auch schwierig. Aber du hast 2-3 Dinger ganz schön rausgeholt, muss ich sagen. Das sah zumindest von oben sehr, sehr spektakulär aus. Wie zufrieden bist du selber mit dir? Ja, also ja, so und so. Ist immer scheiße, 3 zu kassieren. Aber ja, persönlich war es ein gutes Spiel, glaube ich. Aber es trotzdem, das nervt mich trotzdem, dass wir verlieren. Eine Frage habe ich. Du bist ja noch schon ein bisschen länger dabei bei uns. Hast auch so ein bisschen Gefühl, wie es in der Kabine läuft. Was für einen Eindruck macht die Mannschaft auf dich jetzt, wo wir in die zweite Länderspielpause gehen? Ja, ein guter Eindruck. Also wir sind auch auf einem guten Weg. Wir haben die Punkte geholt, die wir holen müssten. Die Stimmung ist gut. Das Spiel heute ist immer auch ein bisschen schwer. Ist ja so eine gemischte Mannschaft aus Spielern, die ein bisschen gespielt haben und die wenig gespielt haben. Ist ja immer ein bisschen schwierig, aber sonst allgemein sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin sehr zuversichtlich. Dankeschön, Jakob. Gerne. Schönen Abend. Danke. Paul, ich bin mal ehrlich, das sah jetzt von außen nicht unbedingt nach einem Highlight-Kick aus. Du hast jetzt ein Tor geschossen. Nehmen wir das so ein bisschen positiv mit? Nee. Also ich glaube, da kann man wenig Positives ziehen aus so einem Spiel. Der Trainer legt immer viel Wert darauf, dass wir das ernst nehmen. Und das ist nicht angekommen in der Mannschaft, dass das ernst genommen werden muss. Deswegen verliert man so ein Spiel dann auch. Und in der Deutlichkeit und auch zu Recht so. Was hat er denn in der Halbzeit zu euch gesagt, dass irgendwie vielleicht ein Switch im Kopf passiert? Ja, dass wir einfach mal ein bisschen aufwachen sollen und nicht so einen Trantütenfußball spielen, dass wir mehr unser Pressing auslösen müssen und vorne anlaufen müssen und dann halt die Ketten nachschieben. Und das war halt einfach, hat einfach nicht so stattgefunden, auch in der zweiten Halbzeit dann nicht so gut. Ja, und dann haben wir uns da noch die Gegentore gefangen und dann war es halt einfach, ja, schlecht. Gut, lass uns das Spiel abhaken. Ihr habt jetzt wieder 4 anstrengende Wochen hinter euch, habt jetzt mal eine kleine Pause. Freust du dich auch ein bisschen drauf? Klar, also da kann man mal den Kopf abschalten und erst recht mit dem Gefühl, dass es jetzt gute Wochen waren mit positiven Spielen und erst recht die letzten 3 Spiele. Deswegen kann man sich jetzt, glaube ich, verdient mal ein paar Tage den Kopf ausschalten. Danke, Paul. Gerne. Ja, aus 3:1 Testspielniederlage gegen St. Gallen. Was nehmen wir denn Positives mit aus diesem Spiel? Ja, dass man so eine erste Hälfte eigentlich nicht spielen darf. Ich glaube, Fußball ohne Körperkontakt. Wir haben uns nur fallen gelassen, sind nicht angelaufen, bekommen keinen Balldruck. Ich glaube, ja, das nimmst du mit, auch wenn es nicht erfreulich ist, aber trotzdem, es hilft. Es hilft. Das haben wir dann auch in der Pause angesprochen. Ich glaube, zweite Hälfte war dann besser, sah besser aus. Natürlich, wenn du 3:1 verlierst, darfst du nicht zufrieden sein. Ich glaube, dann nach dem 3:0 sind wir dann wirklich erwacht. Und dann hat die Mannschaft nochmals probiert, hat sich Möglichkeiten erspielt. Also ich glaube, gerade das Spiel in der Vorwärtsbewegung, da waren Aktionen mit dabei. Das sah nicht so schlecht aus. Zweite Länderspielpause steht an. Was für einen Eindruck macht die Mannschaft auf dich jetzt nach diesen 4 sehr anstrengenden Wochen?
Nein, gut, gut. Ich glaube, es haben ja auch die Spiele gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist, das anzunehmen. Ich glaube, wir machen immer noch unsere Erfahrungen. Ich glaube, jetzt nach dieser Nationalmannschaftspause mit den 7 Spielen in 3 Wochen kommt man nochmals eine neue Erfahrung dazu. Der müssen wir uns stellen. Also, wir freuen uns auf die Spiele und werden versuchen, unser Bestes zu geben. Kurze Frage am Ende. Wie sehr freust du dich auf zu Hause? Ich freue mich immer auf zu Hause. Dankeschön.